So, nun geht's weiter hier mit unserem Carport. Normalerweise hatte ich jetzt eigentlich vor, diese beiden Dinge einzubauen. Bloß beim Ausbuddeln und Anzeichnen, wo ich denn, das hatte ich ja schon gesehen, dass hier dieses Fallrohr hier unten längs geht. Da wollte ich hier anzeichnen, wo ich das hier wegflexen kann. Da sehe ich, hier ist noch ein Sickerschacht drunter, weshalb ich diese Dinger gar nicht runterschieben kann. Also eingraben, einbuddeln kann. Das heißt, entweder die werden jetzt hier auch noch mal so gekappt oder die bleiben weg. Und während ich das alles überlegt habe, habe ich gedacht, wie geil wäre das, wenn man hier eine Schwengelpumpe hinstellt, ne? Man hat doch schon Wasser im Sickerschacht. Dann könnte man hier so pumpen, beziehungsweise Marie, nicht Mann, also Marie könnte dann hier so pumpen. Ja, ich würde das dann auch machen. Also Schwengelpumpe. Da hätte ich mal Bock drauf, glaube ich. Und das stoppt jetzt erstmal den Bau, weil diese Schwengelpumpe, die braucht sicherlich irgendwie einen Sockel. Die muss da irgendwie installiert werden in diesen Deckel da rein und so. Und da kenne ich mich ja mal wieder gar nicht mit aus. Mal Marie fragen, was sie dazu sagt. Schnucki, Ich habe vor, dass wir eine Schwengelpumpe auf diesen Sickerschacht aufbauen. Was? wie geht das? Wie meinst du, wie geht das? Mach mal. Schwengelpumpe kaufen, draufschrauben, Loch durchbohren, fertig. Wo gibt es zu kaufen? Ist so Weiß ich eine nicht. zum Pumpen? Ja, sowas, genau. Das kann man einfach anschließen. Ja, einfach Schlauch rein und Pumpe oben drauf. Voraussetzung ist natürlich, dass da Wasser drin ist. Mach mal. Ist da Wasser drin? Weiß ich nicht. Dafür müsste ich jetzt erstmal die Steine hochnehmen. Also alles, was wir gerade neu verlegt haben, wieder ausbuddeln. Oh, da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf, ne? Aber anders kann man nicht wissen, ob da Wasser drin ist. Oder wie lange das sich da drin sammelt. Oder irgendwelche Vorkehrungen treffen, die das Wasser dann langsamer versickern lassen. Oder unten gar nicht versickern lassen. Das läuft halt voll, voll, voll. Und dann irgendwie so eine Art Überlauf, den Rest. Also bevor das hier überläuft und wir hier einen See haben. Wäre auch nicht gut. Oh Leute, damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Will ich das etwa. Will ich das. Will ich. Ich stotter schon hier. Ich habe keinen Bock, das alles hier hochzunehmen, ne? Ich will aber wissen, wie es da drin aussieht. Verflixt. Wir nehmen das hoch. Handschuhe. Und da ist der Sickerschacht. So sieht's aus. Es geht immer haarscharf hier an dem Rohr vorbei, ne? Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Wahrscheinlich von der Seite da rein, ne? Irgendwie bin ich immer noch nicht schlauer. Und wie kriege ich den Deckel hoch? Hier? Mit dem Finger rein, hochheben? Das wird doch nie was. So, aus der Traum vom Sickerschacht. Das ist hier was ganz anderes.
Wir haben hier gerade mit vereinten Kräften mit dem Nachbar diese Platte hier, die schon festgerostet war, hier wieder raufgekriegt. Und da drinne ist einfach nichts. Da sickert nichts. Das ist einfach, da unten ist so ein, ja, so ein Kanal, der da durchgeht. Weiß ich nicht, ob das hier für die Kloake ist oder was. Auf jeden Fall sickert da nichts rein. Ich hatte mich ja auch schon gewundert, warum hier das Fallrohr vom Dach hier, vom Carport, an dem Schacht vorbeigeht. Das geht ja irgendwo dahin zu dem Fallrohr vom Dach vom Haus. Und vielleicht dann irgendwo, vielleicht ist hier irgendwo ein Sickerschacht, aber das hier ist er definitiv nicht. Okay, also keine Schwengelpumpe an dieser Stelle. Ich habe jetzt Ash gebeten, dass er mal die Klospülung betätigt und Waschbecken und Badewanne mal laufen lässt. Und dann muss ja hier was ankommen, ne? Wenn es die Kloake ist. Bisher kommt nichts. Also riechen tut es schon ein bisschen danach. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Es kommt gar nichts. Oh! Da kam ja gleich die Knödel mit. Klopapier, Spülung. Jo, das ist der Abfluss vom Klo. Jetzt ist es definitiv Fakt. Es ist kein Sickerschacht und man kann hier auch nichts mit der Schwengelpumpe machen. Ja, ich hatte Ash gefragt, dann kann der Waschbecken und Badewanne noch ein bisschen laufen lassen. Und es läuft auch noch ein bisschen. Okay, interessant. Aber irgendwo soll hier ein Sickerschacht sein. Egal, der Plan oder der Traum von der Schwengelpumpe ist ausgeträumt. Das Loch ist wieder zu und jetzt geht es daran, das Eigentliche zu machen, was ich eigentlich vorhatte, nämlich die Steine da. Leichen aus dem Grab. Die musst du nicht ausgraben, die musst du eingraben. Was ist das? Wieso denn? Ach so. Nee, ich bin immer so ein bisschen. Stampfer, jetzt hören wir ja. Stampfer. Was ist das hier? Hä? Ja, das muss ja festgetreten werden, ne? Da geht man noch immer rüber. Dann sieht man wieder aus. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wie viele Steine hätten wir denn noch? Ich werde überlegen, man muss das doch nicht wieder so bauen, wie das war. Hier könnte man doch komplett hier runterflattern. Wir haben keine Steine mehr und die können wir auch nicht mehr wegnehmen, weil das jetzt schon so geflickt aussieht. Das sieht echt nicht so aus. Oder ich nehme das, was da übrig ist. Also, jetzt beginnt die Puzzlearbeit. Wir haben hier noch ein paar Steine übrig. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, da muss ich mir einfach mal die größten raussuchen. Und dann flicke ich da irgendwas zusammen. Jo, so mache ich das.
Ich gehe jetzt mal auf die Suche, welche Steine ich dann nehmen könnte. Puzzeln ist ja nichts, ne? Also wer früher mit Lego gespielt hat, der spielt später auch mit Steinen. Also mit richtigen Steinen.